Recht herzlich willkommen zur 64. Folge von Simotrans. Ja, wir sind hier wieder im Spiel und wollten gucken, was wir als nächstes machen. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier gerade die Seite. Ne, das war die falsche Seite. Linien wollte ich nicht. Ich wollte das daneben haben. Die Seite auf mit den schlechten Gewinnen. Okay, das Schiff ist klar, brauchen wir nicht drüber reden. Was haben wir hier? Ein Bus, der in Sonderhausen fährt. Okay, das ist jetzt so. Das ist aber der Zubringer halt zu dem hier. Und wie macht der sich? Der macht sich gut. Der macht richtig Kohle. 77. Da gibt es auch noch einen zweiten auf der Linie. Warte mal, dann nehmen wir den nochmal ins Visier. Gucken wir uns jetzt den zweiten. Aber machen beide Gewinne. Die fahren jetzt nicht mehr synchron, deswegen. Oder synchron fahren sie schon noch, aber nicht mehr nacheinander. Da macht das Sinn. Und so rentiert sich der Bus am Ende auch, weil das der Zubringer für den ist, ne? Gut, das gleiche gilt natürlich für den hier auch. Wo ist der? In Floto. Da läuft das ähnlich, ne? Der ist auch dafür da. Gut. Dann haben wir hier noch einen. Wo ist der unterwegs? Friedenburg, touristische Ziel. Achso, ja, hinten, das ist klar. Das ist hier am Hafen, ne? Genau, da fährt er hin und her. Alles gut. Macht miese, das liegt auch daran, dass er wahrscheinlich hier hinten immer hinfahren muss und da sind nicht 100% Fahrgäste. Guck, da ist einer und sonst nix. Gut, okay. Der auch geklärt. Ja, und dann sind hier diese Fahrzeuge, die ja da eine ganze Weile im Stau auch standen. Ich denke, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass deswegen Minus war, ne? So, hier fährt noch einer woanders lang. Worum fährt der da lang und wie lautet da der Plan? Ah, das ist wohl einer der letzten dann. Und demnächst fährt er wohl auch woanders hin. So, umgebaut hatten wir das. Einfahrt da, Ausfahrt jetzt da. Den hatten wir gerade geguckt. Dann würde ich jetzt mal sagen, lass mal gerade einmal schneller laufen und schauen, ob es da noch irgendwen gibt, der jetzt da oben hinfährt. Aber nö, ich glaube nicht. Das bedeutet dann im Endeffekt, dass das alles abgerissen werden kann. Das sind nur Kosten, ne? Irgendwann steht da, findet keinen Weg mehr. Und dann ist es halt so, dass da... Ich glaube, das war's, ne? Dieses Auswahlschild bräuchte man rein theoretisch da auch nicht mehr. Jetzt ist die Frage, was geht zuerst weg? Oder das Auswahlschild ist hier wahrscheinlich, ne? Ne, das war schon da. So, schnell noch eine Straße entzaubern, damit der Bus da wieder hinfindet, ne? So. Okay, dann ist das erledigt. Passt. Bus fährt dahin. Übel. Ist mit dem Bus. Lupe ist ausgewählt. Wir warten da. Oh, reichlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 19 Passagiere für den Bus, ne? Der steht zurzeit an der Haltestelle. Und der fährt da auch hin, ne? Süddeutsche Alter Getreidehof, genau. Hat 30 drinne. Und da fahren sogar 28 Leute zu dem Getreidehof. Sollte man nicht meinen, ne? Aber es sind so viele Landarbeiter drin, alles gut. Gut, ja, diese sind das, wie gesagt, die fahren da alle irgendwo hin. Steht da jetzt einer im Stau? Okay, er wartet jetzt vor dem Schild, obwohl hier alles wieder frei ist. Es ist wieder das gleiche wie immer, ne? Kann es nicht wirklich sein, oder? Warum ist das so? Warum fährt er jetzt nicht in irgendeine der leeren Buchten? Das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt ist die eine Bucht da und er wartet vor dem Schild und fährt da nicht hin. Jetzt ist gar keine Bucht besetzt. Achso, okay, jetzt schafft er es doch da reinzufahren. Aber bitte nicht der jetzt auch noch, ne? Ne, der fährt durch, komischerweise. Warum der sich das gleiche reserviert hat wie der, das weiß ich auch noch nicht. Ich
Schön zu sehen. Und der nächste steht da. Nein, das ist doch nicht wahr, oder? Der ist hier oben offen. Jetzt müssen wir gucken, wo der hinfährt. Das war der Doppelte. Das war der Einfache. Das sind zwei verschiedene Dinge. Sag schon, Strecken auf jeden Fall. Liegt das da dran? Getreidehof, Brauerei. R ist Linie Getreidehof. Norddeutsche Mühle. Kommt jetzt hier an? Nee, das war der, das war auch dieser hier dann, ne? Ja, das war auf der gleichen Linie sogar, der. Und der jetzt auch noch. Kann nicht sein. Warum ist das so? Ja, die Warteschlange blockiert mir ja auch die ganzen Straßen, das ist nicht gut. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist erstmal die Straßenführung ändern. Die kommen dann da rein, können da lang fahren. Da lang fahren. Und so. Und dann ändere ich das hier. Sollen die so fahren? So, jetzt müssen sie die Kurve da fahren, ist mir auch egal. Nur anders macht es ja keinen Sinn, ne? Erstmal. Machen wir so, den da wieder weg, das war schlecht da. Ups. Jetzt finden sie alle keine Strecke mehr, ist klar. Ohne Route, müsste aber gleich wieder weggehen. Gut, dann den nochmal her. So, jetzt ist der Stau vor dem Schild dann, obwohl das Schild steht da auch an der falschen Stelle dann, ne? Aber wenn es schon so ist, ne, dann kann er nicht. Dann machen wir das jetzt da auch noch weg. Dann gib mir nochmal so ein Auswahlschild, das setze ich jetzt hier hin. Wieso kann das da nicht hingestellt werden? Weil das Einbahnstraßenschild ist. Gut. Dann das. Steht er da im Stau? Ja, funktioniert alles nicht so richtig, ne? Mal gucken, dass nie noch einer kommt. Weg, der ist weg. So, und der kann dann von. So, passt's. Jetzt haben die da eine lange Schlange. Den Zusatz hier können wir auch wegmachen. Oh, jetzt hat das wieder ganz geklappt. So, die können jetzt bis zum Schild vorfahren und das ist gut. Okay. Nur für die Warteschlange, ne? Und es ist halt so, dass die so komisch dann da reinfahren. Kann ich jetzt auch nicht ändern, ne? Gut, okay. Das haben wir. Haben wir uns alles angeguckt. Die beiden warten da schon auf neues Getreide. Der eine ist halb voll. Die fahren alle weg. Mal kurz einen Moment schneller, ob der da stehen bleibt oder nicht. Nö, der ist reingefahren. Das ist auch schon mal gut. Also läuft das erstmal wieder. Jetzt können wir bestimmt bei der Klosterbrauerei sehen, dass da wieder ein Stau ist, oder? Oh nee, doch nicht, oder? Haben wir eine Pause reingemacht. Aber ist kein Stau hier. Das ist ja schon mal was wert. Ich wollte schneller laufen lassen. Das war's, ne? Falschen Knopf gewischt. Gut, okay, was können wir jetzt noch machen, das ist die Frage.
Ja, was ich noch gesehen hatte, oh, da ist die Karte zu Ende, wir wollen hier hin. Was ich noch gesehen hatte, war das hier irgendwo, war das hier? Ja, hier war das. Da ist ja noch die Bohrinsel, ne? Hier, die müssten wir mal schauen. Mit dem, die was zu tun hat. Mit dem Chemiewerk da. Die Bohrinsel ist hier links, ne? Ob, falsche Taste. Die war hier, irgendwo, da. Und das zweite ist die Raffinerie. Die ist da. Das ist die Bohrinsel da. Ja. Dann würde ich sagen, sollten wir vielleicht das so handhaben, dass wir hier mit dem Schiff rüberfahren und hier anlegen, das nach dem Bahnhof verschiffen und dann hier rüber beziehungsweise diesen Klinke nach da oben fahren. Sollten wir in Angriff nehmen, oder? Dafür müssen wir erstmal hier einen Frachthafen anlegen. Der ist da. Holzofen. Ölhafen. Ist die Frage hier. Ja, machen wir dahin. Dann Schiene. Von dort. Nach da unten, ne? So, zuck, 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 zuck. Passt. Und da ist der Frachthafen, ne? 1, 2, 3, 4. 4. 5. Ein Schild da noch hin. Damit er dann auch vorfahren kann bis dahin. Und das war es erst. Dann Linien anlegen. Einmal Eisenbahn. Neue Linie. Von dort zur Raffinerie, die war hier irgendwo. Nach da, genau. Nee, nicht nach da. Nach da und die andere rauslöschen, weil das ist der Sackbahnhof, da muss er nicht hinfahren. Okay, das passt. Der fährt nach da. Dann wieder zurück. Genau, und den Rest gucken wir mal, ob das nicht automatisch gemacht wird, weil wir haben ja auch andere Züge, die da lang fahren, ne? Oder? Ich weiß zwar jetzt nicht, von wo diese Raffinerie hier beliefert wird. Ölfeld, da. Und da, nee, dann ist es keiner, der dahin fährt, ne? Aber lass erstmal das nur machen und das andere gucken wir später an. Dann brauchen wir noch eine zweite Linie, neue Linie. Das ist dann das Schiff. Neue Linie. Und die ist von hier nach da unten. Fertig. Döbeln. Ist irgendwas voll. Erledigt. So. Jetzt machen wir hier. Das nennen wir mal Ölschiff. Da war ein Tippfehler drin. Und die andere Linie war diese. Das ist dann. Nochmal Öl, Hafen, Raffinerie. Ja, machen wir Raffinerie. Gut, passt. So, auf beiden ist noch nichts drauf. Dann erstmal hier hin, weil da die Werft ist. So, und dann müssen wir Fernschiffe. Hier mal auf Öl. Da. Da gibt es den und der kriegt den da dran. Kann man zwei machen? Nein, kann man nicht. So, und dann geht der auf Ölschiff. Passt. Starten.
Gut, und was wir eben nicht gemacht haben, ist natürlich festzulegen, wo er voll sein muss, ne? Da soll er nämlich 100% haben. Und das war Ölhafen, Ölraffinerie und am Ölhafen. Das ist da, genau. Linie ändern. Da soll der auch 100% machen. Fertig. Und dann war es das. Und hier müssen wir gerade noch gucken, wie viel Fracht der hat. 175 Kubikmeter Mineralöl geladen. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir jetzt noch da oben zum Depot kommen, Zugdepot. Und dann den Zug da. Loks, Waggons. Ja, wir hatten diese ausgewählt, ne? 1,88. 2000. Ne, 1100 kW. 2200 kW. Sogar billiger, ne? 3,83. Der fährt 140, die ist schneller, ne? Hier haben wir so eine Stromabnehmer oben und einen Akku. Also der wäre dann der schnelle Zug. Kostet uns. Ne, ich will den nicht schnell, wir lassen den damit fertig. Und dann Waggons. Wie immer hier gerade Öl aus. Werden zwar diese blauen dann nur sein, aber ist so, ne? Der ist 120, der ist 80, reicht. Oh, der kann natürlich viel mehr laden, ne? Kubik. Haben wir. 90. Machen wir 4er. Haltlänge 4. Haltlänge 4, 5, mal einer zu viel. Gut. Und der geht auf Linie Ölhafen-Raffinerie. Passt. Starten. Und dann muss der sich da durchwursteln. Das Entscheidende ist, dass der natürlich relativ spät erst arbeiten kann. Einfach aus dem Grunde, weil ne, der das Schiff so lange braucht. Gut, und dann würde ich sagen, gucken wir hier nochmal so ausbaumäßig gerade vorbei. Hier ist nichts. Da ist alles im grünen Bereich. Riedenburg. Ist auch alles im grünen Bereich. Dann hierhin. Da ist auch alles gut, oder? Jo. Da ist alles gut. Dann geht's nach Sonderhausen. Das ist hier auch alles abgedeckt. Dann haben wir unten noch Lauter, ne? Oder? Ja. Ist auch abgedeckt. Dann haben wir Döbeln. Das befindet sich hier. Auch alles abgedeckt. Dann hier einmal rüber nach Radolfzell. Da ist ein Stück Straße daneben, aber noch sonst nichts. Und dann geht's hoch nach Adenau, ne? Das ist aber auch alles abgedeckt. Da ist ein Zipfel. Ja, das waren unsere Städte, ne, oder? Hardexen, haben wir da geguckt? Ich glaube nicht, ne? Hardexen haben wir noch nicht. Doch, haben wir auch reingeguckt gehabt. Aber da ist das geklärt, ne? Wie sieht es hier eigentlich aus? Da wollte ich nochmal gucken. Oder ist auch alles im grünen Bereich, ne? Jo, sieht wohl so aus. Gut, dann haben wir das alles geschafft. Unser Zug fährt hier erstmal zur Zielposition. Hat noch ein Stück vor sich. Und das Schiff ist identisch unterwegs, auch irgendwo.
glaube, das ist da, ne, oder? Jo. Wasser ist da, da ist auch was. Ne, da ist. Ne, ist alles Wasser. Keine Ahnung, wo es da ist. Es. 175 Kubikmeter. Ja, wird eine Weile dauern, bis wir das sehen, wo das ankommt. Gut. Okay, dann würde ich aber sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.